40 Tage, 40 Videos, immer um 14 Uhr, das ist mein 40.000 Abonnenten-Special an euch da draußen. Und heute sind wir beim Husqvarna Rideout mit der TomTour-Gruppe unterwegs gewesen. Das und mehr nach dem Intro. Wir sind jetzt beim Husqvarna Street Ride und wir sind in Wels beim Braumandel in Thalheim. Und neben mir steht der Brandmanager, der Johannes von Husqvarna. Und warum macht sie diesen Rideout? Ja, hallo Tom, erst einmal herzlichen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, gerne, dass du mit deinen Jungs bei uns dabei bist, ja, hier in Wels. Wir machen das deshalb, weil wir wunderschöne, aber auch super fahrbare Motorräder haben, unsere Witt und Swart bilden, und wir natürlich sehr gerne jedem die Möglichkeit bieten wollen, das Fahrzeug entsprechend zu testen. Und wir haben letztes Jahr das schon gestartet, gesehen, dass das sehr guten Anklang findet, und wir haben uns heuer gedacht, wir weiten die Tour aus und machen das über ganz Österreich. Johannes, ich weiß zwar, dass du nicht deinen Favoriten wahrscheinlich mir sagen wirst, aber ich möchte es trotzdem von dir wissen. Bist du ein Wittpillen- oder ein Swartpillenfahrer? Was ist denn, wo tendierst du hin? Grundsätzlich machen alle vier Motorräder sehr viel Spaß zu fahren, aber ich habe natürlich auch einen ganz persönlichen Favoriten, und das ist die Wittpillen 401. Das ist für mich das ultimative Fahrgerät. Fühlt sich an wie eine Rennmaschine, schaut super stylisch aus und macht irrsinnig Spaß damit, enge Kurven zu fahren. Also ich liebe dieses Motorrad. Ah ja, eins habe ich euch noch nicht gesagt. Es gibt diesen TomTour-Hoodie selbstverständlich für 40 Tage nun zu kaufen. Danach gibt es ihn nie wieder, das ist eine einzigartige Aktion. Also wenn ihr einen TomTour-Hoodie wollt, dann klickt jetzt einfach in die Beschreibung und holt euch einen. Ich war ja für euch schon in Portugal bei der Swartpillen-Präsentation. Wenn ihr den Test dazu sehen wollt, klickt einfach auf das i. Aber jetzt sind wir live im Verkauf sozusagen schon. Ihr könnt euch die Swartpillen kaufen, und ich habe mir jetzt den Christoph geschnappt, der uns ein bisschen was erzählt, wie es bei euch ankommt, was ihr mit anstellt. Und ich glaube, ihr habt auch ein Wittpillen-Umbauprojekt schon gemacht. Richtig, ja, ganz genau. Die Swartpillen haben wir heuer neu ins Programm bekommen. Wir haben da kommen mit dem schwarzen Design denselben Motor, wie wir auch in der Wittpillen drinnen haben, mit 75 PS auf dem Einzylinder. Designtechnisch sind wir ein bisschen in die andere Richtung unterwegs mit dem hohen Lenker, das heißt aufrechtere, neutralere Sitzposition, mehr auf Allround-Fahrzeug aufgebaut, ja, Elektronikbauteile gleich mit Schaltautomat zum Rauf- und Runterschalten, ABS, Traktionskontrolle, volles Paket natürlich mit an Bord. Bei den Kunden kommt es extrem gut an, aus dem Grund, mit dem hohen Lenker ist nochmal Allround-fähiger. Designtechnisch hebt er sich einfach von der breiten Masse ab. Habt ihr überhaupt noch Mopeds stehen, wenn die so gut ankommt, oder ist es schon eng? Aktuell ist sie noch prompt verfügbar, aber schauen wir mal, was die Saison bringt. Okay, super. Und wo müssen sie hinkommen, wenn sie ein Moped haben wollen? KTM Straße 1, KTM Braumandel in Wels-Thalheim. Das Körnerreiter 2019. Los geht's! Raus auf die Straße. Insgesamt konnten in der Gruppe 12 Fahrer fahren und fast alles konnte ausprobiert werden, was es von Husqvarna derzeit für die Straße gibt. Egal ob man Fahranfänger war oder fortgeschritten, auf jeden wurde geachtet. Fahranfänger konnten sogar sich ein bisschen zurückfallen lassen und mit einem eigenen Guide in ihrem Tempo nach Hause fahren. Und die Schnelleren konnten hinter dem schnelleren Guide fahren. Super Sache, super organisiert. Also wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie sich die Importschweden fahren, solltest du auf jeden Fall einen dieser Street Rides ausprobieren. Ich habe mir einen Geschäftsführer vom Flagship Store Husqvarna und KTM hier in Thalheim geholt. Und wie läuft es für dich als neuer Standort? Ja, wir sind überglücklich. Also es hat sich über unseren Erwartungen ergeben. Wir haben im Dezember eröffnet, also haben wir eine schöne Eröffnungsfeier gehabt. Aber jetzt mit Saisonstart also hat sich das so richtig abgezeichnet, dass der Store bei den Kunden sehr gut ankommt. Ja, sind wir das Tolle ist ja ein Monat früher Start gewesen sozusagen. Ihr müsst ja schon voll im Werk sein. Ja, wir sind wirklich mittendrin. Also es gibt auch einmal Zeiten, da sind wir ein bisschen über drüber. Die Werkstätte ist momentan wirklich ein bisschen überlastet, aber es wird sich also auf alle Fälle wieder normalisieren. Und wie ist für euch jetzt sozusagen Husqvarna dazu zu nehmen? Hat das viel für euch verändert? Warum war die Entscheidung, Husqvarna dazu zu nehmen? Ja, es war schon mitunter auch mein Wunsch, dass wir gesagt haben, also Husqvarna einfach eine andere Styling, eine andere Linie hat. Also mit der Technik, die wir von KTM kennen, habe ich gesagt, also würde es natürlich sehr gut reinpassen. Wir haben in der Vergangenheit natürlich auch schon Kunden gehabt, der sagt, okay, ich finde mir jetzt da bei KTM jetzt nicht das richtige Style. Und damit also können wir also diese Kunden natürlich auch bedienen. Und es passt einfach für uns sehr gut dazu. Perfekt. Und wie schaut es denn bei euch aktuell aus? Wo findet man eigentlich überhaupt einen Store?
Ja, also wir sind jetzt von Wels nach Welstalem übersiedelt. Also es ist, wir haben eine vom Bürgermeister übergebene KTM-Straße bekommen. Also leicht zu merken, leider Husqvarna nicht, aber KTM-Straße 1. Es ist direkt an der Kreuzung von der Osttangente. Uns gegenüber das große Expo-Gebäude. Man kann schon wirklich sagen, da findet man wirklich die KTM und Husqvarna Wels da bei uns. Bei eurem Flagship Store gibt es ja jetzt die Hauptansprechpersonen. Wer ist denn das? Also bei Husqvarna ist es der Christoph Mittermeier, der unser langjähriger Mitarbeiter, der sich um das Thema Husqvarna bei uns zur Gänze kümmern wird. Also Technik haben wir natürlich auch einen speziellen. Das ist der Stefan, der dann für Husqvarna zuständig ist, aber im Verkauf ist der Christoph. Und ihr habt ja auch jetzt WP Fahrwerke. Ist das schon aktuell bei euch verfügbar alles oder ist es noch im Aufbau? Also grundsätzlich so sind die Modelle schon alle verfügbar. Jetzt kommt es im Offroad-Bereich, also ein neues so Konvalf, also Federgabel und Federbein, das wird im Juni sein, aber der Rest ist schon wirklich alles verfügbar. Und wie nehmen es die Kunden an, die WP-Fahrwerke, weil es ist jetzt sozusagen der komplett neue Step für KTM Group, für euch auch als Händler, dass ihr sozusagen Fahrwerke nochmal updaten tut? Also es braucht natürlich sehr viel Informationen an den Kunden. Wir werden dann auch Testbikes jetzt also mit ausstatten mit diesen neuen Fahrwerken, dass der Kunde auch diesen Unterschied sich auch erfahren kann. Und, aber grundsätzlich, also wie gesagt, also wird es also immer mehr, also dass Kunden individuell neue Bikes und damit das auch einer Fahrwerk natürlich da so einstellen und haben möchten. Ja. Und du hast so stylische Husky-Jacken an. Wo gibt es Powerwear? Habt ihr auch alles? Natürlich, also zu einem Flagship-Store gehört natürlich also Powerwear, Powerparts, alles drumherum und sind da immer bedacht, dass der Kunde bei uns wirklich das gesamte Programm natürlich auch findet und auch probieren kann. Also, jetzt geht es in die KTM-Straße, in KTM-Straße heißt sie? KTM-Straße, in Welstalheim. Wenn ihr ein Bike wollt, schaut's vorbei. Ziemlich cooler Store. Vergesst nicht, morgen um 14 Uhr kommt das nächste Video. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!